Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und genau, Leute, ach, ich muss gerade erstmal hier nochmal ganz kurz, ich habe so einen kleinen Ventilator angemacht, weil es ist schon wieder so warm geworden draußen. Und so, genau, ich hoffe, das hört ihr nicht. Genau, Leute, ja, dann können wir jetzt endlich mal anfangen. Ja, willkommen zurück zu Spore. Wir waren ja beim letzten Mal in der letzten Woche hier an der Zivilisationsphase angekommen. Und wir haben schon mal unsere erste Stadt hier aufgebaut, genau. Und wir hatten ja hier dieses andere Fahrzeug zu diesem nächsten Gewürzbohrturm geschickt. Genau, Leute. So, wir müssen schnell sein jetzt gerade, deswegen drücke ich ja erstmal hier drauf. Genau, Leute. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier. Und da würde ich mal sagen, machen wir doch direkt mal weiter hier mit unseren Leuchten. Ich finde das so geil, wie der Kopf so umknickt. Oh Mann, Leute. Das ist dusch. Das ist bekloppt, ey. Gut, Leute, ich würde mal sagen, jo, so als gemütlichen Einstieg mal in die Folge, würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal hier, ja, designen wir uns mal unsere Gebäude hier. Häuser, Unterhaltung und Fabrikgebäude. So, verbrannt. Fangen wir mal mit den Häusern an, würde ich mal sagen. Uiuiui, Leute, die ganzen Teile hier, die kennen wir ja schon. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die Spore-Pedi rein und gucken mal, was die hier so an Häusern so haben. Ja, freut mich mal, dass ihr wieder dabei seid hier. Ich würde sagen, wir machen, ja, die Häuser machen wir in einem Stil. Das heißt, dass das so ähnlich aussieht wie das Rathaus, ne? Das Rathaus sieht ja auch so ähnlich aus. So, das sieht ein bisschen... Ja, doch, das sieht ganz cool aus eigentlich, ne? Midtown, ja, genau, das war ja das von dem Rathaus, ne? Jetzt wollen wir beim Haus noch irgendwas drauf machen, drüber machen. So ein Balkon wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Moment, wo ist denn hier der Balkon? Genau, Leute, wir sind jetzt erstmal hier ein bisschen am Designen. Hier ist doch so ein Balkon. Das sieht doch gar nicht mal so schlimm. Wir können doch so Balkons noch dran machen, ne? Ich finde das so geil, wie sich die Musik immer anpasst, wenn... wenn wir die Bauteile dran machen hier. Genau. Kann man hier vielleicht auch mit links und rechts? Nee, schade, da ist ein bisschen... Was war denn das? Mach mal zurück. So. Ein paar Balkons noch dran machen, genau, Leute. Damit es ein bisschen realistischer aussieht. So wie so ein typisch europäisches ja, Wohnhaus. Das ist ein bisschen schief, ne? Das ist ein bisschen schief, Leute. Lass das. So. Ich finde das ganz cool, dass man hier auch mit STRG Z das zurückmachen kann. Genau, Leute. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier. Das Spiel kommt ja wirklich gut an. Also ich bin nicht begeistert von, ganz ehrlich. Und ja, ich sage einen Balkon noch hier hin. Und dann ist das Ding auch schon fast voll. Ne? Sollen wir vielleicht hier noch so einen Schornstein oder sowas oben drauf machen? Hier so ein schwarzer Raucher. Nee, ich würde sagen, machen wir gleich bei dem Fabrikgebäude. Ich würde mal sagen, machen wir hier noch eine Tür dran. Ja, wir sind am Anfang direkt hier am Designen, Leute. Direkt am Designen. So, das passt doch. Das sieht doch cool aus. Ja, würde ich mal sagen, nenne ich das Gebäude einfach Wohnhaus, ne? Genau, Leute, ja. Mhm. Genau. Willkommen zurück zu Spore. Wie geht's euch? Mir geht's sehr gut. Und wir können jetzt hier zum allerersten Mal die Häuser bauen. Mit Fabriken verbundene Gebäude erhöhen dein Einkommen. Genau, Leute. Wir müssen jetzt hier verschiedene Gebäude in verschiedenen Kombinationen aufbauen, damit wir hier die Kohle ran schaffen. Aber ich würde mal sagen,
Unterhaltungsgebäude für die Zufriedenheit. Genau, Leute, da würde ich mal sagen, suchen wir uns einfach auch mal eins aus hier. Ich mache es mir gerade ziemlich leicht, aber das ist... Das ist so, Leute. Ich mache es mir gerade ziemlich leicht. Ich so... Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja, finde ich geil gemacht, auch dass wir hier die ganzen Sachen dabei haben. Gibt es hier nichts von Midtown? Moment. Gibt es hier nichts von Midtown? Ah, Midtown Hotel. Cool. Guck mal. Ich nehme diesen Midtown-Stil. Der ist doch ganz, der ist ganz geil gemacht. Schau ich das mal an. Das sieht aus wie so ein Chrysler-Building. Das passt schon soweit. Gucken wir da oben noch so ein paar Lampen dran machen, oder was? Ja, das ist ganz geil eigentlich. So, haben wir hier noch... wo sind die Lampen? Hier sind die Lampen, ne? Scheinwerfer. Genau. Machen wir einen mal da ganz oben da dran. Ach, ist das wieder geil hier mit dem Spore hier. Orbitalscheine. Das sieht ja ganz cool aus. Yeah, Leute. Das bewegt sich. Schaut euch das an. So ein Sucher hier. Cool, cool. Jo, das passt doch soweit, Leute. Sehr schön. Würde ich sagen, nehmen wir das Spaßfabrik. Genau, Leute. Ja, ich würde mal sagen, Woche 4 in Eigenquarantäne. ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also man hat sich an den Zustand gewöhnt. Und es gibt noch eine kleine Anekdote. Wir haben Klopapier gepommen die Woche. Tatsächlich, Leute. Wie ihr in der letzten Folge ja schon gesehen habt, ich war ja auf der Suche nach dem Klopapier. Wir haben einfach einen Kollegen gefragt und der war dann im Edeka. Und ja, wir haben jetzt endlich Toilettenpapier. Ist das nicht voll? Naja, gut. Witziges Thema. Nehmen wir wieder das Midtown-Stil hier, ne? Die Fabrik. Die Fabrik, Leute. Ja, wobei, da hat der Retro, da ich ja gesagt, der hätte gerne so ein... Ja, wisst ihr was, dann mache ich das einfach. Der hätte gerne so ein Atomkraftwerk. Moment, da suche ich doch mal was da so ähnlich aussieht. Wie sowas hier oder so? So ein Atomkraftwerk. Das ist eine geile Idee von ihm. Wenn ich hier ganz finde, baue ich das jetzt selber, ganz ehrlich. Weil die Atomkraftwerk-Idee, die hat schon Stil. Zukunftsbüros. Ja, soll ich das... Ja, kommt. Ist da was? Nee, geh hier raus. Geh hier raus, ich mache mir jetzt hier ein Atomkraftwerk. Warum eigentlich nicht hier so ein... Hier sowas und dann hier so hochziehen. Zack. Kann man das irgendwie kopieren oder so? Nee, schade. Und da gibt es hier eine Form dafür? Moment, ich guck mal gerade. Gibt es hier eine Form für ein Atomkraftwerk? nee, sieht leider nicht so aus, aber das passt doch schon soweit. Gut, dann nehme ich mir hier sowas. Zieh das auch mal hoch hier. Ja, das sieht doch schon mal so ähnlich aus, ne? Würde ich mal sagen. Mach das mal zurück. Mach das mal zurück. So war es genau. So, Leute. Dann brauche ich noch so einen Konnektor in der Mitte, ne? Ja, wobei eigentlich eher hier so eine Röhre, ne? So eine... eher sowas? Nee. Moment. Was passiert denn, wenn man das hier... Ah, okay. Nee. Mach mal weg. Muss ich mir jetzt mal überlegen hier. Was ist denn... Ja, das sieht auch nicht gut aus. ja, Leute. Ich suche hier gerade mir noch meinen Teil aus. Wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Und, da habe ich das Ding doch schon gefunden hier. Dann würde ich sagen, wir diese fetten Türme da dran. Hier in der Mitte das Hauptteil. Und, ja, wo ist denn jetzt hier diese... Hier sind doch noch so Industriedinger. Kuba-Dampfer. Ja,
Ja, wobei, nee, das ist eigentlich, das muss ja da, hier muss ja eigentlich ein Loch drin sein. Aber, was gibt's denn hier noch? Wassermühle? Bewegt sich das Ding? Nö, schade. Hier sowas, Spaltungsstation. Aha. Oh, geil. Nee, Leute, was ist das denn für ein Ding? Reifenrüttler. Kolbenknicker, was sind das für Namen, ey, wirklich? Wie bewegt sich das denn? Ah, okay. Nee, nee, komm. Ich würde sagen... Ah, Rußrülpser. Kommt da, da kommt Ruß raus, ja. Aber zu wenig, Leute. Zu wenig Ruß. Ja gut. Ich würde sagen, mach das Ding einfach mal... Nee, das sieht ja blöd aus. Moment. Ich mache erstmal das Leichtere hier, so eine Lampe da dran, und dann mache ich jetzt hier noch so eine Tür. Ach, ich habe gerade Spaß hier einfach an dem Spiel. Ich habe hier gerade einfach Spaß. So, dann mache ich hier noch so Treppen vor, genau. Und kann man die Dinger nicht anmalen? Doch, die Dinger kann man anmalen, ne? Stimmt. Ich würde sagen, ich nehme dann einfach mal so ein Grau hier. So ein Grau und am besten noch eine Textur. Das Ding? Nee, das ist das Normale. So ein Ding. Ne, ich brauche ja eher so ein... Eher sowas, was so aussieht wie so eine Fabrik tatsächlich. Sowas hier. Das sieht doch okay aus. Das sieht doch okay aus, Leute. Und da brauche ich jetzt eigentlich nur noch hier die... die Dinge oben drauf. Oh, das sieht schon mehr aus wie so Industrie. Ich würde sagen, davon mache ich einfach ganz viele. So, Leute, schön die Umwelt verpesten hier. Ja, wir waren ja in der letzten Folge in der Stammesphase noch, ne, Freunde? Und sind aus der Stammesphase siegreich rausgegangen und haben jetzt hier, haben uns jetzt hier erfolgreich in die Zivilisationsphase entwickelt. Genau, Leute, und ja, das wird spannend, weil jetzt kommen wir wirklich in einen Bereich rein, wo es jetzt wirklich in die Echtzeitstrategie reingeht. Aber mehr dazu später. So, wir haben jetzt erstmal hier unsere... Oh, schaut euch das Ding an. Das sieht eher nicht aus wie ein Atomkraftwerk, aber das... halt Umweltverpester, ne? Oh, wir haben auch schon kein Geld mehr, sehe ich gerade. Gut. Retro-Deich, das ist mein Atomkraftwerk. Okay. Atomkraftwerk. So. Cool, Leute. Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt endlich mal richtig mal hier anfangen mit der Folge. Ich baue als erstes mal ein Haus. Weil wir haben hier noch 2100 Geld. Und dann direkt mal ein Atomkraftwerk. Weil wir wollen ja Kohle machen. Ne? Seht ihr jetzt hier? Wir kriegen 400 Geld dazu. Können sogar noch ein Unterhaltungsgebäude bauen. Da sehen wir mal die Verbindungen jetzt. Unterhaltungsgebäude dürfen nicht mit Fabriken sein, weil das schürt Unzufriedenheit. Genau, Leute. Und die blauen, das sind die blauen Linien. Das ist für Geld verdienen. Und rote und grüne Linien sind halt für Zufriedenheit. Ich darf das Gebäude halt jetzt hier nicht hinstellen. Ich muss das Gebäude eher da hinten hinstellen, weil da zum Glück keine roten Linien ankommen. Alles klar, gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir das jetzt erstmal hier mit der Stadt. Ich sollte eine profitable Stadt designen. Ja, okay. Leute, wir müssen schnell sein. Nimm dir mal die beiden Autos und hol dir mal diesen Gewürzgeysir. Weil wir sehen, hier sind Leute, die nehmen jetzt alle nach und nach die ganzen Gewürzgeysire ein. So, aber wir haben bis jetzt... Wenn wir hier auf die Karte gucken, nur... Nein! Wie schnell ist der denn? Oh, das ist ärgerlich, Leute. Der war aber mega schnell.
Wow. Okay, krass. Gut, Leute, dann würde ich sagen, kommt ihr mal wieder hier zurück, bitte. Ja, da muss ich mir jetzt mal hier so einen kleinen Plan machen. Ne? Wir haben ja jetzt hier... Wir sollen ja Städte einnehmen, ne? Und wir können das machen. Ich schau mal hier, wir sind wirtschaftlich sehr gut. Wir können das ja machen, indem wir Städte kaufen. Wie war das denn jetzt nochmal? Hier ist ja die andere Stadt, ne? Die sind alle gelb, Leute, das ist super. Die sind alle gelb. Tatsächlich, wir haben keine Kriege zu befürchten erstmal. Genau, wenn wir hier draufklicken, stimmt, Leute. Wir brauchen eine Handelsroute. Handelsroute vorschlagen. Ja, dann fahr doch mal zu den Roten hin. Scharlachrotstadt, genau, Leute. Dann fahren jetzt hier unsere tollen Autos, die wir beim letzten Mal ja, designt haben. Gibt es hier irgendwen, der stänkern will? Das werden ja jetzt nach und nach alle... auch nicht, sehr gut. Alle Nationen werden ja hier nach und nach gegründet, ne? Also wir sind jetzt quasi in der aktuellen Zeit, wo jedes Land irgendwie so sein eigenes Ding macht. Die Feierstundenwirtschaft mehr Einkommen. Sehr gut, Leute, das sind nämlich wir. Und wir wollen jetzt mal mit denen interagieren. Da sehen wir schon den... Ah, schaut mal. Durch diese Partner... Wir sehen so witzig aus, wirklich. Durch diese Partnerschaft kann sich unser Glaube ausbreiten. Wir sind einverstanden. Sehr schön, Leute. Die Grünen, die machen hier auch schon eine Partnerschaft mit denen. Sehen wir hier an diesem grünen... ja, an diesem grünen Fortschrittsbalken. Aber wir wollen die ja auch, ne? Aber Moment mal. Wie können wir die denn kaufen? Nimm die mal die hier zurück und mach mal Stadt mit Stadthandel. Was ist das denn nochmal gewesen? Stadt... Ja, wir sehen... Die sind auch blau. Alter, Leute, sehr gut. Wir haben keine Probleme. Wir haben keine Probleme momentan. Wir haben jetzt hier eine Handelsroute. Ach, genau, das bringt Kohle, ne? Ja, ja, stimmt. Wir haben jetzt hier diese Ballons. Und die Stadt wird von dem... Kann man hier auch Geschenke überreichen? Kontakt! Ah, schaut mal. Wir können jetzt hier mit denen interagieren, mit den Scharlachroten. Wir haben stundenlang darüber meditiert, ob du Freund oder Feind bist. Können uns aber nicht entscheiden. Was brauchst du? Können wir uns jetzt hier entscheiden, was wir da haben wollen? Dein vom standvollen Weltraum schnicken ohne Gliedmaßen ab. Das wäre nicht nett, wenn wir das jetzt zu denen sagen würden. Bewundert deine riesigen Ländereien. Beweisen große Weisheit. Pass auf dich auf. Ja, der Grüne, der übernimmt die jetzt schon. Ne? Der Grüne. Wie war das denn jetzt hier nochmal? Auf jeden Fall werde ich mir jetzt immer noch ein paar Autos kaufen. So, Leute. Und am besten hier meine Stadt nochmal ein bisschen weiter bauen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch Häuser. Brauchen natürlich noch mehr Fabriken, ne? Ist klar. Hier noch mehr paar Atomkraftwerke. Und ja, genau. Unterhaltungsgebäude, die sind einigermaßen zufrieden hier, ne? So, Fabrik noch eine. Ah, die müssen mit dem Haus verbunden sein eigentlich, oder? Nee, das geht schon so. Das geht schon so, Leute, alles klar. Dann haben wir jetzt hier 1600 Spor-Geld pro Minute. So, Leute, hier geht's schon ordentlich ab. Kontakt. Was haben wir denn hier? Das sieht so geil aus. Große Bündnisse wie das unsere werden lange Zeit überdauern. Was liegt an, Nachbar? Müssen wie... Nee, wohl. Ich will die kaufen. Handelsroute benötigt. Naja, gut. Hier. Moment. Nein, nein, nein. Stopp. Kommt ihr mal hier hin? Mit Stadt handeln. Genau, Leute. So kriegen wir die Stadt nämlich. Genau, Leute. Und wir sehen hier...
Diese Stadt hier, diese rote, ist eine religiöse Stadt. Was sehen wir an diesem Auge da neben den Bühnen? Das heißt immer, dass die Stadt ja religiös veranlagt ist. Und hier gibt es ja drei Sachen. Ne? Hier gibt es ja hier religiös, wirtschaftlich und militärisch. Ich möchte natürlich auch früher oder später das Militärische reinbringen. Ne? Weil man dann auch die ganze Facette sieht, ne? Also ich möchte früher oder später natürlich auch hier kriegerische Sachen haben. Hier die zum Beispiel, die sind auch wirtschaftlich. Ich suche jetzt gerade mal einen hier, der... Da! Der hier zum Beispiel, die gelben, die sind hier kriegerisch. Und schaut euch das an. Unsere Kreaturen fliegen überall hier rum, ey. Das ist schon eine riesige Stadt, ja, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Ja, also in dieser Phase kann man ganz schön... Die Stadt Bühnen steht nun zum Verkauf. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, Leute. Können wir noch nicht, ne? Oder? Stadt kaufen, mehr Handel benötigt. Nee. Okay, Leute, ich würde sagen, ich nehme einfach all meine Autos jetzt mal und sag mal hier mit Stadt handeln. So. Wir kriegen weiter Kohle. Das würde ich mal nutzen jetzt, um mich mal hier zu verteidigen, Leute. Wir brauchen dringend Geschütztürme. Weil falls uns irgendeiner angreifen will... Das war schon okay. Wir haben uns schon voll verteidigt. So, haben wir hier irgendwie eine Verbindung, die Geld bringt? Ja, die würde ich mal sagen, oder? Ja, nehmen wir die, komm. Wir haben uns jetzt schon gut verteidigt hier. Gut, Leute, wir müssen aufpassen, weil die Grünen hier unten, die handeln auch fleißig mit denen. Seht ihr das da hier, diese... Was ist das denn? Urbgrill. Cooles Ding, ne? Cooles Ding. Was ist das hier? Flitzischer rum... Was? Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Traktor so ein bisschen, ne? Schaut mal. Und hier sind unsere Gleiter, Leute. Das sieht richtig cool aus. Boah, wir können gleich kaufen, Leute. Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Moment, Leute, wisst ihr... Was ist das? Statikbombe? Ach so, nee. Statt kaufen. Jetzt können wir natürlich hier verhandeln. Die verstehen, dass das schöne Bühnen... Ah, wir sind sogar verbündet. Da sehen wir doch mal, das ist doch ganz interessant, Leute. Du bist eine Wirtschaftsnation. Unsere Handelsroute, guck mal, das bringt alles Sympathiepunkte für uns. Und deine Auszeichnungen. Gut, jetzt können wir mit denen verhandeln, wie viel wir geben wollen für die Stadt. Wir haben jetzt natürlich nur 5000 Spor-Dollar. Ich würde mal sagen, ich versuche es mit 4. Müssen wir die leider mit... Okay. Das funktioniert nicht. Schade, Leute. Die haben das Angebot abgelehnt, tatsächlich. Gut, Leute, wir brauchen dann mehr Kohle. Ja, ich weiß nicht. Das gehört ja alles so. Besteche die Arbeiter. Wir haben 2 Gewürzgeysire. Das ist nicht viel, Leute. Ja, wobei die Handelsroute bringt schon einiges an Kohle rein. Schaut euch das mal an. Was zur Hölle? Gut, Leute, haben wir hier irgendwen, der Stress möchte? Gelb. Nein, die können wir später alle kaputt machen. Die sind blau, das ist sehr gut. Die sind alle blau hier. Cool. Haben wir erstmal keine Probleme zu erwarten. Alles klar. So, wir müssen es erneuern. Okay, das heißt, wir müssen dann erstmal 32.000 Spor-Dollar sammeln. So, schaut euch mal, wie mächtig unsere Autos sind, Leute. Die machen mit einer Ladung die Stadt ein Viertel voll. Das ist so krass. Und schaut mal hinten, da hinten, da. Guckt euch das mal an hier. Hier ist ein Krieg im Gange. Du meine Güte. Ja, die Roten. Hier ist ein Krieg im Gange, Leute. Schaut euch das mal an. Der macht hier nämlich den Braunen gerade kaputt. Hier mit seinen Schiffchen hier. Was ist denn das hier? Ein Blutspringer. Ja, der Blau ist kaputt. Jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinem Kommunikationsmenü.
Wenn du die Maus über das Symbol einer Nation bewegst, siehst du den Stand der aktuellen Beziehung. Du kannst die Gründe für die derzeitigen Einstellungen einsehen oder mit deinem Kommunikationssystem Kontakt aufnehmen. Ja genau, die Roten, die breiten sich hier so ein bisschen aus. Ja, wie ihr seht, der Orangene auch. Heieiei. Gut. Die Orangen machen sich hier auch schon ganz schön breit. Der Rote, der hat hier jetzt das erobert. Der Braune ist schon mal weg. Gut, wir haben jetzt bald 16.000. Dann können wir es doch noch mal versuchen, ne? So, mach mal voll hier. Dann versuchen wir noch mal mit denen zu verhandeln. Ob wir die Stadt hier kriegen. Weil dann hätten wir nämlich schon mal Zugang zu Seeeinheiten. Stadt kaufen. Nimmst du denn 16.000? Jawohl, Leute. Die 16.000 Spore-Dollar, die haben gereicht, um jetzt hier diese Stadt zu kaufen. Sehr cool, Leute. Boah, die Köpfe, ey. Jawohl, wir haben eine Stadt gekauft, Leute. Wir haben jetzt auch zwei Städte. Putz, sehr schön. Korrekt. Du hast diese religiöse Stadt gekauft. Wenn du diese Spezialisierung beibehältst, solltest du Städte mit geringerer Zufriedenheit ins Visier nehmen, um ihre Einwohner zu konvertieren. Du kannst Spezialgebiet wählen. Nee, religiös möchte ich hier eigentlich eher nicht, ne? Jawohl. Doch, komm, nimm religiös. Du führst jetzt Krieg gegen die Der Planet zittert vor unserer mächtigen Flotte. Du wirst nicht überleben. Hey, Krieg möchte ich aber nicht jetzt hier. Gut. Gut, Leute. Im Krieg möchte ich nämlich jetzt erstmal nicht. ich möchte auf jeden Fall erstmal... Die Gelben, die machen hier ganz schön Stress. Warum eigentlich? Deine Nation ist zu groß. Deine Grenzen sind zu eng gesetzt. Okay, du bist eine Wirtschaftsnation. Gut, Leute, wir haben zwei Städte. Ich würde mal sagen, bauen wir uns mal hier die Geschütztürme auf. Ach, genau, Leute, wir müssen... Ja, ja, ja. Wir können jetzt hier unsere Religion Wasser machen. So ein paar Einheiten, aber ich glaube... wie wirkt sich das denn aus? Krieg entfesselt. Ich möchte nämlich nicht nach Mil... Oder? Moment. Militärisch. Gefühlsexperte. Puh, schwierig. Ich bin gerade im Überlegen, was ich hier machen soll. Soll ich wirklich jetzt hier nochmal so ein paar Religionseinheiten? Moment. Das mache ich dann, wenn es soweit ist, Leute. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal hier gucken. Ich will jetzt schon wieder Krieg gegen die Orange-Nation. Was? Oh, was ist denn hier los? Warum? Warum seid ihr unzufrieden, Leute? Mach mal hier Dings. Das will ich aber nicht. Oh nein, hier. Jetzt sind sie immerhin schon mal neutral. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt sind sie wieder zufrieden. Ja, wenn die Bewohner hier unzufrieden sind, dann protestieren die. Das ist so krass. Aber warum? Warum sind die so sauer auf uns? Du bist eine Bedrohung für uns. Einfach so. Die Orangenen, ey. Mensch, da muss ich denen noch mehr Geschenke machen. Ich muss nämlich eine ich müsste eigentlich eine militärische Stadt... Ja... Wie mache ich das jetzt am besten? Also, ich bräuchte eigentlich eine militärische Stadt. Nehmen wir nochmal ein Geschenk hier los. Ich bräuchte eigentlich wirklich... Ah, wir werden angegriffen. Das habe ich mir schon fast gestacht, Leute. Deine Stadt wird angegriffen. Verteidige sie, indem du Geschütze aufstellst, neue Gebäude errichtest und für mehr Zufriedenheit sorgst. Na super, Leute. Jetzt haben wir hier schon unseren ersten Krieg am
Hals. Der hat Panzer. Der hat Panzer, Leute. Das ist eigentlich nicht so doll. Jetzt hör doch auf. Nimm unsere Geschenke. Wie viel sieht es jetzt aus? Ja, okay, wir sind fast wieder neutral, Leute. Wir müssen einfach bestechen hier. Los. Was macht der Panzer da? Jetzt hör doch, hör auf. Hör doch auf, ey. Komm, ich gebe euch nochmal ein Geschenk hier. Los. 2000 Spore-Dollar. So, weg damit. Weg mit dem Panzer, ey. Das ist so krass, Leute. Die haben Panzer. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir hier bei Command & Conquer gelandet. Oder Dune 2000 oder so. Schon geil, ja. Gut. Ich überlege mir gerade nur echt... Ich kann das mit Religion machen. Moment. Genau, ich brauche eine Religion Wassereinheit. Ich habe nämlich eine Idee, Leute. Ich nutze einfach mal hier die Sporpedie. Und tun mir einfach mal jetzt hier so ein Schiffchen, Leute. Genau, wir können Schiffe bauen. Wir brauchen auf jeden Fall hier religiöse Stärke. Indiskreter Informant. Was ist das denn? Loch Ness? Oh Mann, Leute. Wie geil. Ich würde mal sagen, das Ding sieht auch ganz cool aus. Ja. Sieht ein bisschen stylisch aus, aber wir haben halt... Wir brauchen halt, ja, religiöse Stärke, ne? Lautsprecher. Oh, die Mucke ist cool hier. So, ja. Die Mucke hier bringt mich gerade so ein bisschen in Trance. Geht zu 11, was? Nee, Moment, machen wir den Lautsprecher weg. Machen wir das hier oben drauf. Oder Moment, kann ich das wieder wegmachen? Ja, nee, das ist schon ganz gut so eigentlich. Ich muss diese... Ja, ich nehme das einfach mal Friedens... Dampfer. So, Leute. Boah, diese Mucke hier, ne? Bin ich gerade ein bisschen zum Träumen, ganz ehrlich. Genau, Leute. Friedensdampfer. Wir brauchen religiöse Schiffe, Leute. So. Dann würde ich sagen, probier das mal. Nicht angreifen. Hä? Greifen... Achso, hier, warte. Statt konvertieren, Leute, genau. So, wir versuchen jetzt mal, hier mit unseren zwei Schiffchen, diese Stadt zu konvertieren, damit wir uns gegen die... Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle, ihr seid Geld, warum... Warum schießt ihr auf mich? Hey, was soll denn das jetzt? Du soll... Moment, was? Die Rotation hat die... Wie funktioniert das denn jetzt? Warum greifen die mich an? Wir sind gelb. Minus 19. Deine Religion. Das finde ich ein bisschen komisch jetzt. Okay, auf jeden Fall. Ich brauche mehr Schiffe und muss dann warten, bis seine Einheiten da weg sind. Genau, Leute. Dann mach mal hier, fahrt mal hier hin und mach mal hier nochmal Stadt konvertieren. Wir brauchen unbedingt eine militärische Stadt, Leute. Wir brauchen unbedingt hier diese Panzer. Beziehungsweise militärische Landeinheiten. Ja, Leute, ich hoffe, hier geht es schon ganz schön ab. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell sich so weit entwickelt. Ja. Wollte ich mal sagen, hier... bekehren wir den mal. Ich hoffe, das funktioniert. Moment, warum... Warum verlieren die... Das sieht so geil aus, Leute. Schaut euch das Ding mal an, da. Schaut euch mal das Ding an. So, Leute, oh, jetzt, ja.
Aber warum gehen die kaputt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo kriegen die denn den Schaden her hier? Wo? Ich finde das Hologramm so geil, Leute. Schaut euch das an. Wir bekehren die. Wie geil. Aber wir haben es gleich, ne? Wir haben es gleich. Ja, die Türme sind hier außer Gefecht gesetzt, ne? So, wisst ihr was, Leute? Ich brauche noch ein paar Schiffchen. So, nimm die mal mit hier hoch und, genau. Dann statt konvertieren, los. So funktioniert nämlich das Konvertieren hier. Oh, schaut mal. Oh, was geht denn hier ab? Ja, hei, 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 Leute. Die sind unzufrieden, ja? Wir schüren gerade Unmut mit unserer Religion. Ja, das ist verdammt interessant, Leute. So, wir haben Verstärkung hier gekriegt. Du führst jetzt Krieg gegen die Rotnation. Ja, ja, ja. Kommt, wisst ihr was, Leute? Schmeiß mal eine Statikbombe hier rein. Damit die Schiffe da mal aufhören zu feuern. So, da haben wir jetzt einmal... Aha, da haben wir es schon. Genau. Sehr gut, wir haben eine Stadt bekehrt und hier leckt es gerade irgendwie. So, geht wieder. Wow, Leute, das ist jetzt eigentlich auch das erste Mal, dass ich jemals in Spore eine Stadt religiös bekommen habe, wirklich. Du hast diese militärische Stadt mit religiösen Mitteln konvertiert. Wenn du diese Spezialisierung beibehältst, kannst du Militärfahrzeuge bauen und andere Städte erobern. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Definitiv militärisch, Leute. Definitiv militärisch. So, Leute. Gut, der Turm, der schießt. Gut, Leute, geh mal in den Stadtplaner, bitte. Bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen. Wir haben 12.000 Kohle. Wir brauchen Geschütztürme. Kein Platz für weitere. Alles klar, Leute. Können wir noch Häuser bauen? Können wir nicht, oder? Moment. Können wir noch Häuser bauen hier? Geh mal hoch. Warum könnte ich denn? Hä? Wo könnte ich denn hier noch ein Haus hinstellen? Na ja, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine weitere Stadt dazu bekommen. Die produziert 1600 Sporgeld pro Minute. Und was ist das? Ah, nächste Stadt. Hier können wir springen. Ah, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir nochmal hier ein Haus hin. Die sind ja ein bisschen zufriedener, ne? Und dann machen wir jetzt einfach hier noch ein Haus hin. Um einfach noch ein bisschen mehr zu verdienen. Hier, schaut mal, 6400. So, dann gehen wir mal in die nächste Stadt. Da haben wir auch noch ein bisschen Platz, oder? Nee, aber da müssen wir Geschütztürme aufbauen. Weil wir werden jetzt mal anfangen, den ersten Krieg zu führen. So, der Rote, der will was von uns. Ja, was willst du denn? Der Planet zittert vor unserer mächtigen Flotte. Du wirst nicht überleben. Bereite dich auf Krieg vor. Ja, das will ich doch erstmal sehen. Das will ich doch erstmal sehen, wie du hier... okay, ja, die konvertieren hier. Dann macht ihr mal kaputt da los. Oh, Leute, schaut euch das an hier. Die ertrinken. Oh. Okay, Leute. Bühn wird angegriffen. Wo ist Bühn? Das hier ist Bühn. Schiff, okay. Leute, gut, dann brauche ich hier definitiv erstmal militärische Einheiten. Militärisch Land, Leute. So, jetzt geht es nämlich erstmal richtig los hier. Ich brauche unbedingt... Oh, die Mucke hier ist geil. So, wir kriegen jetzt hier nämlich ein paar Panzer. So, aber auf jeden Fall, was haben wir denn hier Schönes? 33 militärische Stärke. Das Ding. Das sieht doch gut aus, Leute. Allerdings möchte ich hier wieder einen Gleiter haben, Leute. So. Das Ding sieht doch schon echt brutal aus.
Wir brauchen ganz dringend Militär, Leute. Wir müssen uns wehren können. Allerdings ist er schon saustark. Ich würde mal sagen, ich mache dem hier hinten noch so ein paar Dings dran, damit das Ding ein bisschen schneller ist. Boah, die Mucke ist schon echt brutal, ey. So, alles klar, Leute. Cool. Dann haben wir jetzt hier unseren Panzergleiter. Ich muss nämlich jetzt ein bisschen schneller handeln, weil erstens werden wir angegriffen und zweitens ist die Folge gleich wieder vorbei. Das geht so schnell. Gut, Leute, ein militärisches Schiff. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal das, was hier am stärksten aussieht. Zerstörer. Ach ja. Warum eigentlich nicht? Leute, hier so ein Militärschiff. Geil. Das sieht richtig gut aus. Wir entwickeln uns richtig weiter hier. Und ja, 21 Geschwindigkeit, 13 Fahrzeugtempo, 40 Stärke. Das passt. Das passt. Korrekt, Leute. Gut, da würde ich sagen, wir müssen uns ja hier verteidigen, ne? Gut, dann würde ich sagen, hier, bau mal hier ein paar Schiffe. So, dann wehren wir uns jetzt mal hier. So, zack. Wir verteidigen uns jetzt mal. Und schon sind die weg. Und schon sind die weg. Schaut euch das an. Das Militär. Ah, das die religiösen Einheiten sind auch schon weg. Gut, Leute. Wir müssen hier unten noch die Stadt kurz verteidigen. Schneller bitte. Weil der greift hier weiter an. Los. Gut, Leute. Wir haben hier unsere Schiffe. Unsere Zerstörer. Hauptsache, die hören sich einfach mal an wie ein Motorrad. Oh Mann, oh Mann. Na ja, gut, Leute. Wir haben hier unsere geilen Schiffe. Die fahren, um unsere Stadt zu verteidigen. Richtig cool, ey. Ja, wir können uns jetzt richtig geil verteidigen. So, und die schießen natürlich Raketen. Raketen. Und genau. Du, der hat keine Chance, wirklich. Der hat keine Chance. Zack, zack, zack. So, der ist erstmal weg. Und die sind tot. Ja, es wird brutaler, Leute. Aber es ist halt so. Welche Stadt wird hier angegriffen? Erfordert mehr Häuser. Bitte was? Okay. Wir können keine Panzer bauen? Warum können wir keine Panzer bauen? Moment, Leute. Gut, dann mache ich mal hier die Produktion weg und baue mal ein Haus hin. Ah, genau, sollte so. Erfordert mehr Häuser. Ernst? Deren Ernst? Gut, Leute, dann verteidige das mal. Zack. Der ist schon mal weg. Was ist das hier für einer? Ach, das ist unser Panzer hier, ne? Das ist unser Panzer, genau. Das Ding, Leute. So, dann würde ich mal sagen, machen wir als letzte Aktion, nehmen wir dem Roten hier nochmal seinen Gewürzturm weg. Welche denn jetzt schon wieder? Welche Stadt wird schon wieder angegriffen? Wisst ihr was? Dann nimm den einfach... Oh. Oh, da ist eine epische Sinnkreatur, Leute. Okay. Ja, gut. Da jetzt meine Uhr gleich klingelt, würde ich mal sagen... Jo, würde ich mal die Folge beenden. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar, ab kommenden Freitag wird es Spore dreimal die Woche geben. Und zwar von am Montags, Mittwochs und Freitags immer für eine halbe Stunde. Weil das Dune 2000 ist ja beendet, ne? Und genau, das Spore wird dann quasi anstelle von Dune 2000 erstmal treten. Ja, ich glaube, der Bedarf ist da von eurer Seite aus. Sehr gut, ja. Mhm. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mal sagen, jo, lasst auch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.